Glaubt ihr auch, dass sie jetzt A rushen? A1 out. Glaubt ihr auch, dass ihr A rushen? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum CSGO Matchmaking. Ich habe etwas spät angefangen aufzunehmen. Die Runde ist schon angelaufen. Nice. Ich sitze eben da und denke, warte mal, irgendwas fehlt. Ja, die Aufnahme. Ich habe jetzt einfach nichts gemacht in der ersten Runde. Ich habe gerade eben noch mit Sperling ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt und er hat dann nochmal angemerkt, dass es bei mir jetzt ja wirklich gar nicht so weit entfernt wäre, Richtung Supreme und Global zu gehen. Habe ich dann zu ihm gesagt eben, ich hoffe jetzt ganz, ganz feste, dass wir da auf jeden Fall ein gescheites Team am Start haben und es scheint gut zu sein. Also, wenn sie zumindest schon mal die erste Runde ganz alleine hinbekommen, ohne den Obermacker Bubblerboy. Muss ich überhaupt irgendwas machen, Jungs? Was habe ich jetzt gesagt? Ach ja, genau, dass halt der Uprank gar nicht so weit entfernt scheint, zumindest. Eigentlich sollte ich ja jetzt wirklich mit dem Team spielen, irgendwie mit ein paar von euch, mit so richtigen Drückern zusammen. Um den Global reinzuwäsche. Wobei es ja jetzt gerade auch Drücker zu sein scheinen. Es wäre schon cool natürlich, ne, für YouTube und Twitch da mal so ein bisschen mit dem Global zu prahlen. Aber auf der anderen Seite ist es, nicht weit entfernt, auch einfach mal 2, 3, 4 Runden am Stück Kackdödel zu bekommen und schon ist man halt weg vom Fenster. Na also, es geht doch. At least one is close, mid. We're gonna take bomb. I got the bomb. I'm going to plan for rents. Nice. Es wirkt gerade überhaupt nicht wie ein kurz vor Supreme Spiel. Oh, vielleicht doch. Nice, let's go. One up. Mulling me shit. Ah, fuck. Er rennt weg, er saved, what? Bei mir soll's recht sein, hä? Ja, also ich denke, um mal so eine eigene faire Einschätzung zu machen. So im Solo-Queue, wenn ich Glück habe mit den Mates, da ist der Supreme auf jeden Fall drin, ne? Das zu 100%. Aber dann auf den Global noch hin zu Solo-Queuen ist, glaube ich, wirklich Spiel mit dem Feuer. Da wäre es dann vielleicht doch sinnvoll, wenn ich jetzt wirklich einen Angriff nehmen möchte, dass ich vielleicht mit ein paar von... Er neigt mich einfach. On spot one. Gotcha, bitch! Naja, also ich denke, das wäre vielleicht etwas zu viel zugemutet, im Solo-Queue dann auch auf Global hochzugehen, weil, ja, wenn du... Stell dir vor, du hast jede Runde sowas, dann... Da kannst du natürlich in die Hosen kacken. Na, das ist dann eher nicht so gut. CT another one. I think he's half. Hello. Oh, bitte jetzt nicht sterben, Jungs. Oh mein Gott. Scheiße. Einfach zwei und Yellow steht hinter ihm und killt ihn nicht? Er lacht einfach. Aber jetzt, komm, zusammenreißen und mal ein bisschen was machen hier, Leute. Komm schon. Ach ja, unser 99-Spiel gestern war wirklich hart. Wir haben scheinbar gegen den besten oder das beste Team der Gruppe gespielt, dieser Division, in der wir sind. Und haben verkackt. Das erste Spiel 16 zu 4 verloren und das andere 16 zu 9. One is stepping on spot, ey. Up down. Fast, guys. Nice, you can go for plant. Komm schon, das haben sie. Bitte. Nice. I'm coming B. Oh, okay, dann maybe A. Sehr schön. Schnelle Runden. Ist mir recht. Ja, schnelle Runden, schnelles Video. Bum-bum. Ja, die haben auf Nuke wirklich richtig fett reingefetzt. Und auf Inferno hätten wir sie jetzt vielleicht nicht schlagen können, aber ich denke, wir hätten das Draw noch geschafft. Wir haben halt beide Messerrunden verloren. Vor allem die zweite haben wir zu 0 verloren. Das war wirklich bitter. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass wir die Messerrunden auch nicht wirklich so hardcore ernst nehmen oder irgendwie rein tryharden. Also ich meine, das ist ja auch behindert, wenn man wegrennt oder so in den Messerrunden. Manche machen das ja. Ja, und da wir die Messerrunden jedes Mal verloren haben, mussten wir halt auch jedes Mal bei T starten. Und gerade bei Nuke hat uns das ordentliches Genick gebrochen. Also Nuke ist halt, ne, ihr wisst ja, City-sided. Und hätten wir da bei City starten können, hätten wir sicherlich auch viel mehr Runden. Und die gewonnenen Runden sind halt in der Liga sehr wichtig. Denn danach wird später auch gegangen. Oftmals hat man gleich viele insgesamt gewonnene Spiele wie jemand anderes, ein anderes Team. Und dann wird einfach anhand der gewonnenen Runden entschieden, wer der Gewinner ist. Und wenn du mehr gewonnene Runden hast, bist du der Gewinner. Nate. Nice. I'm planting for Vance, guys. Und ja, bei Inferno ähnlich. Ne? Bei T haben wir die Fresse voll bekommen. Bei City haben wir richtig, richtig, richtig viel rausgeholt. He's coming. Nice. Alter, 7 HP left. Nice. Let's go, fast. Take bomb, please, screen. Oh, bomb. Bomb is behind. Bomb is behind. He's down. I'm gonna take the bomb. Oh. Wie kam er denn jetzt bitteschön in Main rein? Und warum hat er nicht reagiert? Ich laufe an ihm vorbei und er... Ach so. Tja, und wer nicht reagiert, kriegt den Kopf halt weggeblasen, ne? Jungs, da ist doch easy ein Event drin. Naja. Oh.
is down. One is squeaky. Flashy bashy out. Fuck. Der Mage stand genau vor mir. Ich konnte nichts machen. Scheiße! Der Mage fällt dir nicht! Stopp! Das ist mein Freund! So, ich geh auf der A. Verstehst du mich? Gut, try to push mit AUP. Hey. At least one went. Maybe two. So viel zum Thema Mates, ne? Aha, Orange! Übrigens, vielen, vielen Dank an Ghost Rider für die richtig geile Kill-Confirm, mein Fräulein. Ich hab nur einen Kill drauf. Ich hab die seit gestern. Oh! At least one in main, ey. Könnt ihr bitte auch kommen? Hilfe. I'm fucking scared and alone. Können wir jetzt bitte gescheit spielen, Jungs? So kleiner Win, oder? Maybe two, ey, main. Ja, one is coming close. Alter, Purple muss natürlich vorne rangehen. Oh, er holt sogar aber nur einen. He's coming, ey. Down. Die Kommunikation ist auch ein bisschen schwach. Ich rufe um Hilfe. Scheinbar hat er aber die Bombe gesehen auf B. Sagt aber nichts. Oh, wir gehen alle in Main rein, Jungs. Und gerade auf City sollte man die Runden nicht so verspielen. Ne, so mit, wir lassen Mitte einfach mal offen. Mein A-Kollege ist die Runde davor einfach gestorben, weil weil Mitte nicht besetzt war. Was soll ich dazu sagen, ne? Wir können alle bis auf Gelb kaufen. Naja. Guck mal, wie wir jetzt eben schon fast wieder zu dritt hier standen. Genau, Gelb, geh mal schön auf B. Wir sind ja schon zu zweit hier. Na, one main still. Okay. Oh mein Gott, nice. Der Short Call war sehr, sehr gut. Incoming, incoming. One down. He's on spot now. Together, together. Okay, let's go with pistols. Nice. I killed two now. You killed two men. Did I kill two men? Yes, you killed two men. Oh, I killed two men. I'm going to kill another man. Go away. Need help? Yeah, they're coming. He's inside. Nice. Es geht doch! Oh. It's not funny, man. You're not a funny man. Ein schön Tripletto-Kilo. Yellow ist der Sabast in this game. Yellow ist ein Spaß in dem Game. Ja, ich würde sagen, Global Incoming. Also ich meine Supreme. Halt. Erstmal. Des Prestiges wegen wäre es schon cool. Ne? Ich werde ihn ja eh nicht lange halten. Vor allem, wenn ich dann weiter Solo queue. Ich weiß nicht, wie die Leute auf Global Solo queuen, aber ich nehme an, es ist die gleiche Scheiße wie auf allen anderen Elen. Oh, bump down and useless. He's coming. One is A, fuck, fuck, fuck. He's down. Oh mein Gott, dass er mich nicht killt. Ich pack's nicht. Was glaubt ihr, woher er kommt? Ich sage, er kommt von hier. Da kommt er gleich. Deswegen molle ich da jetzt auf. Ja, er ist rechts! Behind. In den Rücken! Weißt du, er. Und ab dafür! Er wollte mich nochmal kurz in den Rücken stechen, ne? Der Sack. Komm, die 50 Punkte brauche ich jetzt. Ich bin bei 47, ich hätte gerne 50. Dann wäre das wirklich ein schönes Spiel hier. Glaubt ihr auch, dass sie jetzt A rushen? A, one out. Glaubt ihr auch, dass wir A rushen? Ich hasse es, auf meine Intuition zu hören. Ich denke mal, nein, komm schon. Stellt euch mal vor, ich wäre hinten beim Auto stehen geblieben mit der AWP. Bup, bup, bup. Easy peasy 3 Kills, easy peasy 50 Punkte, aber so? Hundekacke! Jungs, ihr müsst die Runde verlieren, dass ich noch 50 Punkte kriege, bitte, dankeschön. Jetzt habe ich halt 47 Punkte. Was soll's, komm! Also so ist es wahrscheinlich nichts mit dem Uprank, aber dann beim nächsten Mal vielleicht? Wie sieht's aus? Das waren Supremes mit am Start, okay, ja. Wir haben die letzten paar Spiele immer wieder mit Supremes und Global zusammen gequeued, also ich denke, soweit ist der Uprank nicht entfernt, aber nach meinen Infos ist es halt fast schon zwingend nötig, dass man mindestens 50 Punkte haben sollte, um halt auch gut voranzukommen, und mit unter 50 braucht man sich an sich gar nicht großartig beschweren. Und man hat ja auch gesehen, dass das easy machbar ist, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie gedrückt wie ein Ochse oder sowas, und ja, hätte ich jetzt die letzte Runde nicht weggeworfen, also für mich selbst hätte das was werden können, aber ich musste ja unbedingt mollen. Wisst ihr, womit wir gerade mal wieder anfangen auch, zu den normalen Giveaways noch? Es gibt jetzt auch wieder die Giveaways, die in den Videos stattfinden. Und zwar wird hier unter dem Video bei irgendeinem kommentierenden Kommentator was rausgehasselt. Also an so jemanden. Einfach wieder als Dankeschön für die ganzen Kommentatoren, ja. Heute ist jetzt Mittwoch. Ich werde das Giveaway jetzt dann doch leider erst morgen hinbekommen. Beziehungsweise, ja doch, morgen. Morgen, ja. Ich nehme es jetzt zwar gleich auf, aber werde es für morgen dann hochpushen.
Und da auch wie immer den Stream ansagen. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Ba-bam! Und da gibt es ja sowieso immer Giveaways, das wisst ihr, ne? Es gibt an jedem Streamtag Giveaways. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Da würde ich sagen, sehen wir uns im morgigen Video und eben im morgigen Livestream. Selbst ins Auge gerammt. Shit!